Was ist Online-Marketing Teil 6? Ich habe dir schon 5 kurze Videos zu verschiedenen Themengebieten des Online-Marketings aufgenommen. Und ich habe dir ja auch schon gesagt, jeder dieser Themengebiete füllt ganze YouTube-Channel. Ja, nur zu einem Gebiet gibt es unfassbar viel zu sagen. Ich versuche es für dich auf die Essentials runterzubrechen. Und wenn du irgendwo tiefer rein willst, sag mir Bescheid. Dann kann ich dazu weitere Videos drehen. Und jetzt möchte ich dir so ein paar Grundlagen zum Thema Webinare erzählen. Vielleicht weißt du, was ein Webinar ist. Und wenn nicht, dann erzähle ich es dir. Ein Webinar ist letzten Endes nichts anderes als ein im Internet stattfindendes Seminar. Das heißt, via Internet, zum Beispiel über Zoom, zum Beispiel über eine andere Webinar-Software, kannst du mit Menschen live oder auch aufgezeichnet in Interaktion treten und deine Inhalte vermitteln. Ganz häufig sind Webinare die Einstiegs-Freebies, die Einstiegsangebote für einen Funnel, sodass Menschen, die sagen, ich habe dir in meinem Webinar die 3 größten Learnings für eine gewaltfreie Kindererziehung zum Beispiel zusammengefasst oder was auch immer das Thema ist. Ja? Wir hatten es mit Hunden für eine gute Hundeerziehung oder wie du die leckersten Kuchen backen kannst oder wie du am schnellsten abnehmen kannst oder wie du deinen Traumpartner finden kannst, whatever. Du kannst ein Webinar zu allem machen, wie du eine Hundehütte baust, wie du ein Baumhaus baust, ja, zu allem, in dem du bewandert bist, vor allem natürlich in den Themen, in denen du dein Business aufgebaut hast. Es ist sozusagen das Probierstück, der Einstieg in deinen Sales-Funnel, um aus Interessenten potenzielle Kunden zu machen. Ja, und ein Webinar, also letzten Endes ist es auch so aufgebaut, die Menschen kommen auf eine Landingpage, ich habe dir schon in einem anderen Video erzählt, was eine Landingpage ist, tragen ihre E-Mail-Adresse ein, bekommen dann einen sogenannten Tag, darüber habe ich auch schon in einem anderen Video berichtet, also bekommen die Ohrmarke, zu welchem Thema sind sie in dein System gekommen und dann werden sie weitergeleitet, entweder zu einer Aufzeichnung, wenn das Webinar schon gelaufen ist, oder sie sind dann in deinem E-Mail-Marketing-System und bekommen Erinnerungen, übermorgen geht das Webinar los, in 2 Stunden geht's los, jetzt geht's los, hier klicken und mit dabei sein. Und Webinare sind letzten Endes so aufgebaut, dass du erstmal darüber sprichst, dass du dir das Problem der Menschen nochmal ganz genau anschaust, beziehungsweise ihnen auch nochmal ganz genau klar machst, wann sind sie richtig, mit welchem Problem sind sie bei dir richtig, zu welchem Problem kannst du ihnen helfen, dass du zuerst quasi nochmal aufnimmst, wo der Kittelbrennfaktor ist, ja? Also warum sie sich eine Lösung erhoffen, was gerade bei ihnen nicht so richtig rund läuft. Dann geht es auch hier nochmal in diese Transformation, dass du sagst, okay, ich habe vor, dir jetzt in den nächsten 45 Minuten zu zeigen, was du ändern musst, damit es nicht mehr so ist, sondern so. Und dann gibst du ihnen schon mal einen Eindruck, wie könnte ihr Leben aussehen, wenn der Kittel nicht mehr brennt. Ja, also wenn man die Lösungen gefunden hat, wenn man den Knoten gelöst hat, wenn es einfacher, schöner und leichter geht. Und fängst dann an, natürlich auch ihnen dazu Inhalte zu geben. Viele Webinare geben diese Inhalte gar nicht mehr wirklich, sondern sind vor allem so ausgelegt, dass sie den Menschen erzählen, wie blöd die Situation jetzt ist und wie schön die Situation mit der Lösung ist, geben die Lösung aber gar nicht. Ich persönlich, also es funktioniert marketingtechnisch gut, ja, also fürs Online-Marketing ist das etwas, was ja durchaus auch zu vielen Abschlüssen, zu einer hohen Conversion führt. Ich finde es aber absolut angebracht und sinnvoll, auch schon im Webinar echte Lösungen zu geben und wirklich zu sagen, okay, deine ersten Probleme lösen wir hier schon mal. Aber natürlich nicht alle Probleme, weil dann haben sie auch keinen Grund mehr, bei dir zu kaufen. Ne? Beim Bäcker kriegst du vorne auch nur ein Stückchen des Brotes mal zum Probieren. An der Käsetheke kriegst du nur ein Stückchen des Käses zum Probieren und kannst nicht direkt den ganzen Käse essen, ohne dafür bezahlt zu haben. Aber genau sowas soll ein Webinar auch sein. Du sollst eine kleine Problemlösung mit den Menschen dort schon skizzieren, die sie auch wirklich für sich verwenden können, um ihnen dann zu sagen, bei was du ihnen noch alles helfen kannst. Ja, und an diesem Punkt
kommt dann natürlich hinten dran, nachdem dieses Webinar gelaufen ist, auch wieder ein sogenannter Sales Pitch, wo du zum Schluss auch durchaus auch wieder mit Faktoren, die den Interessenten, den Teilnehmern helfen, zu einer Entscheidung zu kommen, dieses Webinar abschließt. Und bei diesen Faktoren geht es auch wirklich nochmal darum, dass nachdem du die Einführung gemacht hast, den Inhaltsteil, du hinten nochmal die Zusammenfassung machst, auch nochmal ganz genau sagst, wie ist dein Leben heute? Wie ist dein Leben idealerweise, wenn wir gemeinsam gearbeitet haben? Und warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun? Ja, du darfst dich auch mal damit auseinandersetzen, was hat sie bisher davon abgehalten, diese Lösungen schon zu implementieren? Das ist das fehlende Wissen. Haben sie zu wenig Geld? Denken sie, sie können das eh nicht? Was auch immer, ja. Du musst deine Zielgruppe kennen, um dann hier auch diese Einwände ansprechen zu können. Und wenn du tatsächlich eine tolle Dienstleistung hast, die ihnen hilft, mit der du ihnen helfen kannst, auch diese Einwände aufzulösen. Ich finde den Gedanken ganz schön, dass du dir klar machst, dass es wirklich unterlassene Hilfeleistung ist, wenn du ihnen helfen könntest und nur weil du dich scheust, ihnen etwas zu verkaufen, du diese Dinge nicht ansprichst, weil dann bleiben sie mit ihrem Problem da sitzen. Und wenn du weißt, wie du ihr Problem lösen kannst, hilf ihnen zu einer Entscheidung zu kommen, ob sie mit dir arbeiten wollen oder nicht und lass sie nicht so ein bisschen desorientiert da rumsitzen. Das heißt, gib einen Preisvorteil im Webinar, wenn sie sich sofort entscheiden. Mach eine Deadline, sag, du kannst dich nicht immer entscheiden, du kannst dich jetzt entscheiden. Zähle ihnen wirklich auch nochmal auf, was ihre Vorteile sind. Ja, also etwas hilft, die Menschen zu einer Entscheidung zu bewegen. Ich bin überhaupt gar kein Freund davon, Menschen total zu übertölpeln und ihnen die Pistole auf die Brust zu setzen, gerade dann, wenn es sehr teure Programme sind. Aber es ist wichtig, Menschen aus dieser konfusen, ich weiß gerade nicht, Situation herauszubewegen zu einem klaren Ja oder auch zu einem klaren Nein, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Ja, und daher wollte ich dir zumindest den Begriff und die grobe Vorstellung, was ein Webinar ist, hier nochmal vermitteln. Wie gesagt, es gibt hunderte Stunden Content, wie ein richtig geniales Webinar aufgebaut ist. Was auch immer dich noch mehr interessiert, um rauszufinden, was Online-Marketing eigentlich ist, wie es eigentlich funktioniert, wenn es für dich spannend ist, lass mir einen Kommentar da. Ich mache dir gerne weitere Videos und bedanke mich erstmal, dass du bei diesem Video mit dabei warst.